بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Also das heißt, wenn die Frauen unter sich sind, trotzdem muss man immer aufpassen. Besonders heutzutage, subhanallah, ist man denkt, dass manche Schwestern vertrauenswürdig sind, aber trotzdem du siehst oder wirst deine Fotos weiterschicken oder weiterleiten oder sogar auch deine Videos auch weiterleiten. Deshalb heutzutage, ich kann euch sagen, seid ihr nicht richtig vertrauenswürdig bei manchen Schwestern, auch bei manchen Brüdern, auch weil kann sein, dass die Schwester dich sieht und sie wird auch ihren Mann von ihrem Blödsinn, ihren Mann auch beschreiben, wie du aussiehst. Deshalb, lieber Bruder und liebe Schwester, besonders das passiert bei Schwestern, das muss man aufpassen bei solchen Sachen. Oder auch gibt es manche Schwestern, die achten nicht ihre Aura. Wir denken, okay, ich bin jetzt also unter Frauen, ich zeige mich alles. Nein, die Frauen haben die auch Aura unter sich. Sie dürfen nicht viele, viele Sachen nicht also zeigen. Oder sogar auch manche Schwestern, die übertreiben auch sogar, wenn die unter deren Mahram. Unter der Machen meine ich damit, vor dem Mann. Also vor dem Mann ist gar kein Problem, du kannst machen, was du willst, aber vor dem Vater, Bruder, Onkel und so weiter, der Maharim meine ich. Trotzdem, du darfst dich nicht alles zeigen. Es gibt immer Grenzen. Es gibt manche Schwestern, die Subhanallah auch übertreiben, weißt du? Und die vergessen, dass der Bruder und Onkel und Vater auch dürfen nicht alles sehen. Deshalb sage ich nur, auch wenn du unter Schwester bist, sei vorsichtig. Allahu Akbar.